Das Böse kann nicht banal und radikal zugleich sein. Das Böse ist immer nur extrem. Niemals radikal. Tief und radikal ist immer nur das Gute. Als der New Yorker mich beauftragte, über das Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann zu berichten, war ich der Ansicht, dass bei einem Prozess nur eines von Interesse sein kann: der Forderung nach Gerechtigkeit Folge zu leisten. Die Entführung durch die israelischen Geheimdienst Fratzken war illegal. Israel hat das heilige Recht, einen Nazi zu stellen, der Verbrechen gegen das jüdische Volk begangen hat. Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Er ist so völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Das Böse wird gemeinhin als etwas Dämonisches betrachtet. Eichmann aber kann man beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen. Er war nur unfähig zu denken. Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Anna, du gehst ihm auf den Leim. Anna, bitte. Und wer hat dich umgebracht und gefangen?